Am 17. September endet ein Kapitel der deutschen Geschichte. Nach 40 Jahren und 30 Tagen Haft setzt Hitlers letzter Mann im Alliiertengefängnis in Berlin-Spandau seinem Leben ein Ende. Seit 1947 wurde Rudolf Hess hier von Russen, Amerikanern, Franzosen und Engländern abwechselnd bewacht. Häftling Nummer 7 wurde 93 Jahre alt. Er wurde an einem unbekannten Ort beerdigt. Das alliierte Gefängnis gibt es nicht mehr.